gestern ebenfalls schon passend angesprochen, der Hengst Keberi, Holsteiner Sohn des Quintero Caretino mit Bart van der Maat. So, und das fand ich jetzt ganz, ganz stark, was wir miterlebt haben. 73 Sekunden hier lediglich benötigt, und schauen Sie sich mal den Unterschied an zwischen Toni Haßmann, der mit 77er Sekunden, und die jetzt hier wirklich so einen rausgehauen. Tja, am gestrigen Tag, da war dieser Hengst einfach noch nicht so da, und wie das häufig ist eben bei den Hengsten. Da war natürlich einige, die gesagt haben, Mensch, was ist denn mit dem Keberi, dem wir doch wirklich so unglaublich stark empfunden über das Jahr hinweg mit starken Auftritten. Bart van der Maat gibt ihm am heutigen Tage gleich schon einmal genau die richtige Antwort. Also gestern war gestern und heute ist heute.